Jo, ich möchte doch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus begrüßen. Ich freue mich, dass wir dürfen hier weiter zu einem Gottesdienst kommen und dass wir können einfach uns über das Wort Gottes Gedanken merken. Ich denke, dass es sehr viel wird, dass wir diese Freiheit weiter haben, könnte man sein, dass wir weiter die Möglichkeit haben, mit Gott in Gemeinschaft auf diese Ort und Wies zu sein und einfach zu chatten, was hat Gott uns von der zu sein. Ich möchte uns begrüßen mit euren Farsch aus Johannes Kapitel 14, Vers 14. Und ich denke, da ist eine gröte Verheutung uns gegeben. Da lautet so, Johannes 14, Vers 14. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Ich weiß nicht, wie viele Bibelschüler hier Ben sind, aber von der wird einiges von der Bibelschule kommen. Ein Port davon. Dieser eine Farsch ist ein Lernfarsch, den die Bibelschüler mussten auswendig lernen. Wenn wir in Jesu Namen beten wollen, so will Gott uns dort geben. Und ich denke, das ist ein sehr wertvoller Gedanke, eine sehr große Verheutung und eine Verheutung, die eine Macht in sich hat. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, was das Gebet in unserem Leben bedienen wird. Gott hat uns eine gewaltige Macht, eigentlich die geratzte Macht, die es auf dieser Welt für uns Menschen gibt, hat Gott uns gegeben im Gebet. Stellt euch mal vor, er sagt hier, wenn wir um etwas beten, in sie nun, also was nach sie wollen passiert, dann haben wir eine Verheutung, er wird es uns geben. Ist das nicht gewaltig? Und dieser gewaltigen Verheißung möchte ich Ihnen einfach diesen Segen Gottes von der Aquada wünschen, für diesen Zumäus. Ich war mal ein bisschen jünger, ihr warst wie nü. Ungefähr waren das, jetzt muss ich mal rechnen, 20 Jahre, 25 Jahre Trick. Ich kann auch schon von erst immer verteilen. Und da war ich in der Jungscher aller, ihr warst. Und in der Jungscher Tiet, da hatten unsere Jungscher Lehrer so ein Gesatz, oder kann man sagen, ein Gesatz. Und die hatten gesagt, wir mussten, wenn wir zur Jungscherstunde gekommen sind, wir mussten jedes Mal einen Bibelvers auswendig lernen. Also nicht Kinderstunde, das war Jungscher, jo. Aber die hatten also einen sehr interessanten Gedanke. Ich wundere mich von der noch, wie was die sich einfallen haben, Luten. Und die haben gesagt, die können den Bibelvers selbst auswendig. Wir wollen ihn können auswendig, jemanden den selbst auswendig, welchen die wollen auswendig lernen. Und dann können die den auf der Jungscherstunde verbringen. Es gab bloß eine Regel der Band. Und das war, hier war es nach dem Alphabet. Also, wir haben bei A angefangen und dann mussten wir uns einen Farsch sehen, der mit A anfangen tät. Und so dann B, C, D und dann war Y, Z. Eine interessante Idee, nicht? Also, für mich war das sehr interessant. Und Ed war auch ein kluger Junge. Vielleicht kläger wie nü noch. Aber ich war damals sehr klug und ich habe gedacht, A ist ganz einfach, nicht? Erste Mose einfach eint, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich war vor dich mit Lieren. Gerade noch nicht mal in die Bibel abgeschlungen, das wusste ich notwendig. Habe ich geliert für diese Wert. Und dann kam B. Und wollte ich diesen Pfarrer stehen, habe ich gegleicht. Ich kann ihn doch sogar bezahlen, was ich getan habe. Ich saß auf Bibelstunden, ich habe nicht höher gehorcht, ich habe für die jüngste Stunde Bibelfarge gesorgt. Ich hatte einen Zadel, da A, B, C, D und dann habe ich auch immer Bibelstelle gesorgt und dann auch angeschrieben. Diesen wollte ich dann auswendig lernen. Dort war meine Bibelstunde auch im Gottesdienst drüben. Ist nicht ganz reich, aber ich war so, ihr warst. Besser hingerlästig vielleicht. Dann brauche ich da Tüß nicht denn. Und dann B, war da B und diesen Farschen habe ich wirklich am meisten gegleicht. Nicht, weil ich Benjamin heute und irgendwas von Benjamin Farsch auswendig lehre, sondern ich habe gesorgt und ich hatte einen gefunkt, befiehl den Herr deinen Weg, glaube ich, und der war mir zu lang gewasst, Ol. Er sagt, der muss doch auch irgendwas anderes geben. Und dann habe ich einen Farsch gefunkt. Wollt ihr welchen? 1. Thessalonicher, 4, Vers 17. Wer chant ihn auswendig? Wie jeder. Wer will das mal sein? Betet ohne Unterlass. Huh, auch war da auswendig gelehrt, nicht? Wer chant denn all auswendig jetzt? Nun sind wir alle, haben alle auswendig gelehrt, nicht? Wann war ich glücklich, diesen Vers zu finden? Betet ohne Unterlass, war ich freudig mit Lehren für diese nächste Welt. Aber wollt ihr wohl? Ich habe niemals gedacht, dass dieser Vers mein ganzes Leben verändern wird.
Doch dieser Vers mein Leben auf dem Kopf wird stehen. Doch dieser Vers eins von den wichtigsten Versen in meinem Leben geworden sind. Und um diesen Vers möchten wir uns von der Gedanken merken. Wir wollen uns, der Predigttext ist 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Ein solcher kurzer Vers, aber ich glaube ein Vers, worüber man lange predigen könnte. Ich möchte diesen Vers uns von der mit zwei Beispiels deutlich merken, was dort bedienen wird, dort man beten ohne Unterlass kann. Wie das vielleicht in der Praxis üt sein kann. Das eine ist, das erste Beispiel sollen wir, weil wir uns aus der Bibel zählen, und das zweite Beispiel wollen wir dann einen Beispiel uns anzählen aus der heutigen Zeit. Wie sieht ein Gebet ohne Unterlass üt, oder wie kann ein Gebet üt sein? Beten allgemein ist ja uns, denke ich, allen bekannt. Wir sind ja alle feine Plottitsche und wir haben, glaube ich, von Clean Up alle Beten geliert, auch wenn das ütwendige Gebeter sind. Aber die Kinder, ich denke, unsere Kinder lieren die jüne Kinder doch wohl auch. Wir schauen alle Beten, was Beten ist. Beten ist mit einem himmlischen Vater Gemeinschaft zu haben. Mit Gott im Himmel auf eine ganz besondere Ort und Wiese Gemeinschaft zu haben. Wenn wir Lieder singen, haben wir auch Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir die Bibel lesen, haben wir auch Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir einfach so im Gottesdienst sind, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und doch ist das Gebet eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott. Wir haben auch auf das Gebet verschiedene Verheißungen. Wir haben schon in der Einleitung Johannes 14, Vers 14 eine Verheißung gelesen. Aber ich möchte noch zwei Verheißungen uns vorstellen. Jakobus 5, Vers 16, da wird uns auch von einer Verheißung gesagt. Da heutet der zweite Port, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Hier ist auch eine gewaltige Verheißung, Ben, wenn wir ernsthaft beten, nicht plaupern, nicht glückältig beten, sondern ernsthaft beten, so ist das Gebet vermag viel, sage ich das. Also es steht viele, hat große Auswirkungen. Auch Matthäus 11, Vers 28, da wird uns auch noch eine Verheißung gegeben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Man kann auf verschiedene Orte und Wies zu Gott kommen, aber ein Wahrheit uns Gott zu nun, ist dort Gebet. Und er sagt hier, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die vielleicht dolgedreckt sind, die Säuen haben, die in Schwierigkeiten werden sind. Gott lud uns ein, sagt, kommt zu mir. Wie? Durch das Gebet. Ich will ihn erquicken, ich will ihn abbühen, ich will ihn erfrischen Mut geben. Großartige Verheißungen, die Gott uns hier geben wird. Und so ein Gebet, diese Verheißung vielleicht in Erfüllung zu bringen, wenn wir anfangen zu beten, das kann ja ganz verschieden sein. Es gibt einmal das persönliche Gebet, wo wir allein in unser Kämmerlein gehen, Matthäus saß, wo wir allein in unser Kämmerlein gehen und beten. Es gibt ein Gebet als Gemeinde, wo Gebetsversammlungen sind, wo wir uns tipp trafen, um zu beten. Es gibt ein Gebet für die Jugend in der Kinderstund. Es gibt viele verschiedene Orten von Gebeten. Und jedes solcher Gebete, es reicht. Und jedes von solchen Gebeten, es richtig. Und jedes von solchen Gebeten, es wichtig. Es kann sein, dass wir tüß beten. Es kann aber auch sein, dass wir in der Gemeinde beten. Wir sollten das überall sehen. Wir können nicht sagen, wir möchten jetzt bloß tüß beten und wir können nicht sagen, wir möchten bloß in der Gemeinde beten. Es gibt verschiedene Orten von Gebet, die wir können merken, die wir können beten und das ist reicht vor Gott. Jedes Gebet ist für ein Kind Gottes wichtig. Und doch möchten wir uns von dir nicht über dieses allgemein, über das Gebet nur denken, sondern über diesen einen Ort von Gebet und das ist dieses Betet ohne Unterlass. Es muss nicht sein, dort so ein Gebet ohne Unterlass 12 oder 25 Stunden vielleicht dienen wird. Aber wollt ihr, es kann. Es kann 12 Stunden dienen. Ich weiß nicht, ob jemand von Jünt so ein Gebet mal mitbelebt hat. Wo man sich wirklich Zeit nimmt, 12 Stunden am Steck zu beten.
Und solche Gebete, die sind nicht jeder da. Aber solche Gebete haben unheimlich große Ütwirkungen. Und diese Ütwirkungen möchten wir uns von der Gedanken merken. Dass wir nicht, dass wir ein Gebet, was wirklich ernsthaft ist und das vielleicht wirklich längere Zeit on die andet, dass dieses Gebet große Ütwirkungen hat. Ich möchte in die Bibel nennen, das erste Beispiel aus Apostelgeschichte. Ich denke uns, das ist eine bekannte Geschichte, die wir die Bibel schauen. Und doch möchte ich uns dort ein bisschen nochmal wichtiger merken. Apostelgeschichte 12 von 1 bis 5 möchte ich erstmal lesen. Apostelgeschichte 12 von 1 bis 5. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Jakobus aber, der Bruder des Johannes, tötete er mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn festgenommen hatte, legte er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Rotten von je 4 Kriegsknechten, um ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzustellen. Und Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Eine Begebenheit aus der ersten Gemeinde von Jerusalem. Da war ein Leiter namens Jakobus, und Jakobus wurde von Herodes, den Herrscher damals, der römische Herrschaft, festgenommen. Er wurde umgebracht, ein Gemeindeleiter, ein Ältester könnte man sein. Und wer hat gecheckt, wow, den Juden gefällt dort. Das ist ein schönes Ding, ich kriege Ansehen bei den Juden. Etwa wieder morgen, etwa noch Petrus nehmen. Auch einer von den wichtigsten Säulen. Und ich denke, wer jede Gemeinde, der wollt, wenn einer von den wichtigsten Säulen, auf einmal war ich erst durch ein Deut oder wie auch immer, dort schult der Gemeinde Säuer. Das heißt nicht, dass die Gemeinde unbedingt twäjet, aber es schult der Gemeinde. Es gibt erstmal so einen Knicknenner. Und dann dieser Knick war da treichgebogen worden, treichgestalt worden. Und das hat Herodes hier getan. Herodes hat die Leitung der Gemeinde vorgenommen und sogar Jakobus umgebracht. Und da, wie schon gesagt, als er den Juden gefallen hat, nimmt er auch Petrus gefangen und er wollte Petrus, mit dem Ziel hat er den gefangen genommen, Petrus auch umzubringen. Er wollte Petrus auch besiegt schaffen. Nur was tät die Gemeinde? Die Gemeinde von Jerusalem, sie erzahnt diese Nöt und sie griebt zu einer Waffe. Der holt nicht ein geräutetes Maschinengewehr rüter, sondern aber eine geistliche Waffe, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir Epheser Feuer lesen, die Waffenrüstung Gottes, da wird diese Waffe auch erwähnt. Und diese Waffe war das Gebet. Aber wollt ihr, was hier wichtig ist? Wenn wir die Waffe gebrucken wollen, dann müssen wir forken erst nur die Gefahr erzählen oder die Nöte. Es gibt meistens Menschen, denke ich, der aus Spuß würde einfach eine Waffe rüternehmen und gehen einfach rumscheuten. Der hat irgendeine Nöte in sich. Der hat irgendein Problem in sich. Und dann nimmt er die Waffe und geht rüter und scheut vielleicht Menschen dort. Er kommt vielleicht mit seinem Leben nicht klar und so wieder, was von der Säure passiert. Die Gemeinde, sie hat diese Not erzählt, wir sind im Trubel, Ben. Wir haben ein Problem. Und das ist eins, Jakobus ist weich und Petrus wollen sie auch anbringen. Und sie nehmen diese Gefahr wahr und sie nehmen diese geistliche Waffe in Anspruch und diese Waffe lautet in Vers 5. Aber die Gemeinde betete unablässlich für ihn zu Gott. Unablässlich im Gebet. Dass heute so viel sie ohne abhieren. Hat die Gemeinde für Petrus gebet. Was ist dann passiert, als diese Gemeinde diese Waffe in Anspruch genommen hat? Wir können einfach aus diesem Fall Rüter nehmen, das war nicht ein Gebet von 5 Minuten oder 10 Minuten. Unablässlich. Und so wie wir es eigentlich können rütieren, war das selber schon die ganze Nacht gewasst. Haben sie für Petrus gebet. Was können wir nur rütieren? Was ist passiert? Nach dem Gebet. Wurden sie getröstet, sagen, ah ja, wir haben mitbekommen, auch wenn Petrus nicht da ist, wir wollen wieder gehen. Die Ütwirkung von diesem Gebet fingen wir dann von Versaß Batin, das möchte ich auch lesen. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten
und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete in der Zelle. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sagte zu ihm, zieh dich an und binde deine Sandalen unter. Und er tat es. Und er sagte zu ihm, wirf deinen Mantel und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sehe eine Vision. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zum eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das öffnete sich vor ihnen selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und gleich darauf verließ ihn der Engel. Können wir uns dort vorstellen, was hier passiert ist? Können wir das als Wirklichkeit aufnehmen oder gerettet uns meist, so wie es Petrus ergonnen hat? Er dachte, er hat eine Vision, Jesäune, ein Traum. Ich denke, wir Menschen, wir träumen alle mal ein bisschen, nicht? Einer mehr, der andere weniger. Und manchmal sind da Träume, da will man gar nicht abwarten. Die sind so scheuen und denken, wenn das noch würde, noch 3 Tage so gehen, das würde scheuen gehen. Und nächstes Mal denken wir sind sehr mächtig, wenn wir innerhalb von 5 Minuten abgewacht sind, weil das ein grüßiger Traum ist. Aber Petrus, er hatte auch sowas belebt und er denkt, es ist ein Traum, aber es war Wirklichkeit. Ein Engel kommt und wagt Petrus ab. Und wollt ihr, ich sehe hier das erste Wunder von dem Gebet der Gemeinde. Das erste Wunder ist, dass Petrus schlucken lässt. Ich weiß nicht, ob jemand das mal abgefallen ist oder jemand darüber Gedanken gemerkt hat. Petrus schlaft im Jail und er wollte sehr wahrscheinlich sich moin oder eben moin dort. Und er schlaft. An jeder sieht ein Soldat. Ungekehrt. Der hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, ohne dass diese 2 Männer mitkommen. Ich weiß nicht, wie es würde jemand gehen, wenn die würden sowas wollten. Er sieht sehr wahrscheinlich in 2 Tagen dort. Er sitzt hier im Jail, ich habe keine Möglichkeit, zurückzukommen. Wir haben gelesen, mindestens 4 Soldaten auf einen Schlag haben Petrus bewacht. 2 nebenan und 2 sehr wahrscheinlich vor der. Würden wir schlupen? Oder brockt wir dann so was? Ich glaube, die sind clean und reut und rund. Schluppellen, dass wir schlupen. Ich glaube, Petrus hat keine Schluppelle bekommen. Man könnte sagen, er hat eine Schluppelle bekommen, das war das Gebet. Das Gebet der Gemeinde. Petrus schlappt. Und man, sehr wahrscheinlich hat er sogar deutlich schluppen, weil der Engel musste den erstmal gescheit abweiten und sagen, hey, jetzt schlupp mal ab. Jetzt ist genug geschluppen. Trat ihn den Scheu an, trat ihn den Mantel an und jetzt kommt mit. Und Petrus denkt das. Und er denkt, hey, das ist doch nicht die Wirklichkeit. Und so gehen sie durch die Wachen, so gehen sie durch der und Petrus ist auf einmal büten und er wollte nicht ganz klar, wie es dort passiert. Ein gewaltiges Wunder lesen wir hier in der Bibel. Und wenn wir uns zurückschicken, wo der ich erst dort passiert, verschwief. Aber die Gemeinde betete unablässlich für ihn zu Gott. Die Gemeinde hat nicht abgehört zu beten. Und das war das Rezept, warum Petrus aus dem Jail konnte rita. Sie haben nicht abgehört zu beten. Sie waren beständig im Gebet. Wo Kinder Gottes diese Macht in Anspruch nehmen, da wirkt Gott. Einer hat mal gesagt, das Gebet ist der Motor, der Gott seine Arm anfängt zu moven. Verstehe ich dort? Wenn wir anfangen zu beten, bewegen wir Gott seine Hand. Dort ist Gebet, wenn wir es ernstlich meinen. Wenn wir ernstlich zu Gott beten, dann kann Gott nicht mehr stillstehen. Dann kann Gott nicht mehr töten sein. Dann handelt Gott, wenn seine Kinder anfangen, ernstlich zu beten. Einer hat mal gesagt, wenn wir die Bibel lesen, dann lacht der Satan. Dem ist das nicht, der steht das auch und sagt, dem gefällt das nicht, aber dem ist das noch zum Lachen. Wenn die Kinder Gottes anfangen zu beten, dann zettert der Satan. Weil dann wollt heu, nie wird was passieren. Und zwar gegen sie wollen. Und dort sehen wir hier im Gebet von der Gemeinde. Die Gemeinde betet und der Herr hat gerötet, wunderbar, er hat Petrus rückgeführt. Glaube ich dort, dass das Gebet ist, so wie es das hier schon in Apostelgeschichte 12.
etwas Gewaltiges. Es gibt Menschen, die von Dörr sein. Ja, das ist damals passiert. Von Dörr? 2020 Jahre Luther? Aber lang nicht. Damals, ja, da konnte die Gemeinde beten. Und damals, da hat Gott doch Wunder getan, wenn wir die Alte Testament lesen, was er da alles in der Wüste getan hat. Große Wunder. Das war der Gott von damals. Aber, liebe Geschwister, ist Gott anders geworden? Niemals. Gott ist nicht anders geworden. Gott ist derselbe Gott geblieben. Wir haben denselben Gott, an den wir glauben, so wie damals. Es ist derselbe Gott gewesen. Kann das bloß sein, dass die Bäder sich verändert haben? Dass wir nicht mehr so beten, wie die Apostelgeschichte uns dort berichten lässt, von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Kann dort der Grund sein, warum vielleicht von der, vielleicht schien dazu nicht mehr so große Wunder passieren? Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, und das ist das Beispiel aus der heutigen Zeit. Ich möchte Ihnen ein Gebetswunder berichten, was vor ein paar Jahren passiert ist. Ein Wunder, das, wo ich mir ganz sicher sehe, dass es allein durch das Gebet passiert ist. Und dieses Wunder, dieses Gebetswunder, das habe ich eigentlich nicht fehl, ich persönlich nicht fehl, das habe ich tun. Aber ich kann einfach sagen, zu Gott sind ihr, und ich hoffe, ihr könnt das wirklich so annehmen, zu Gott sind ihr, dieses Gebetswunder ist an meinem Körper passiert. Und ich möchte Ihnen einfach dieses deutlich merken, weil da war auch eine Gemeinde, oder besser gesagt eine Jugendgruppe, die diesen Vers aus 1. Thessalonicher 4, Vers 17 ernst genommen haben. Eine Jugend, die 12 Stunden am Steck gebetet hat, die nicht abgehört haben, und dann hat Gott gewirkt. Und von diesem Wunder möchte ich einfach von dir berichten, warum ich auch vielleicht diese Predigt habe und dieses Zeugnis, das ist auch eine Anfrage von der Gemeindeleitung. Wir wollen nunmehr doch uns noch neuer anhören von unserer Berufung, wie wir in die Mission gekommen sind. Und dieses Wunder, was an meinem Körper passiert ist, dort ist der erste Port oder das wichtigste Port von unserer Berufung als Missionare. Und deswegen, ich wurde gefragt, nach diesem Zeugnis mal mitzudeulen, und das ist der erste Port davon, und von der Nummerdach wird die Fortsetzung kommen, der zweite Port. Es geht um meine Krankheit, vielleicht haben einige all davon gehört, ich habe das hier und da mal erwähnt, dort ich mal eine Krankheit gehört habe, und ich muss ein klein bisschen euer anfangen, nicht nur von dieser Krankheit selbst, sondern ein klein bisschen euer, damit die verstehen, in welche Log ich gewasst war und in welche Log, wie Gott aus dieser Log Rüter geführt hat, in welchen Trubel ich eigentlich bin gewasst war. Es fängt an im Jahr 2008, das sind jetzt 12 Jahre dritt im Sommer, ich war damals 25 Jahre alt, und das fing eigentlich ganz harmlos an, also keine Schwierigkeit, als sie so wie gewöhnlich Freitag zu Uwes, Glock 7 glaube ich war da damals gewasst, sich zur Jugendstunde gefahren, und ich durfte damals als Jugendlicher, ich war noch nicht befreit, ich war allein, als Jugendlicher durfte ich ein Jugendthema hüllen. Ich glaube, das war das Thema Dankbarkeit, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Und ich habe dieses Thema angefangen zu hüllen, also die Jugendstunde hat angefangen, und ich habe das Thema gehüllen für die Jugend. Und während mein Thema, Matten Ben ungefähr, sagt auf einmal mein Jugendleiter, Benny, sag die mal Hahn. Ich dachte, das ist ein Unverschämter. War ich wirklich so gedacht. Ich bringe mir ein Bibelthema und der sagt, mit mir ein Thema, spricht er mir Mank und sagt, sag die mal Hahn, wir wollen jetzt echt mal ein Leut singen. Ich dachte, was ist mit dem? Aber man ist ja gehorsam, nicht? Ich sag mir Hahn, ich singe das Leut mit. Und dann fragt er mich, hey Benny, alles okay? Ich sage, jo. Ich wollte meist fragen, ob du dir auch, aber ich habe schnell gewasst. Jo, alles okay. Wollst du den Thema zu eng bringen? Ich sage, jo, na dann go. Und ich bin nach Ferien und habe mir ein Thema zu eng gebracht. Mir war das aber seltsam. Was will dieser Jugendleiter von mir? Warum unterbricht, so ist es noch nie passiert auf unserer Jugendstunde. Dort der Jugendleiter sagt, du sagst die Molhane, jetzt singen wir erst mal ein Leut und dann kannst du es wieder machen. In diesem Moment, kurz bevor der Jugendleiter dort gesagt hat, ist in mir was passiert.
Ich weiß nicht, ob ich schon Gänsehaut, da wo die Hohe sich so nachstuhlen, ne? So ein Gefäul und so ein bisschen so. So ein Gefäul hatte ich bloß die Haut. Das war alles. Und ich dachte, ich habe ja mein Thema dabei wieder gebracht und so wieder. Und dann, nach der Jugendstunde, hat mir der Jugendleiter vertalt, was passiert ist. Ich bin da vorne, vor der ganzen Jugend, bewusstlos geworden, also beschwimmt. Ich habe mit mir ein zahles Raum gespielt, ich bin nicht umgefallen, aber ich bin ganz wit geworden und habe dann mit mir ein zahles Raum gespielt und dann auf einmal habe ich wieder geredet. Und deswegen hat der Jugendleiter gesagt, Sati Mulhan, wir wollen ein Lied singen. Das war Freitag zu Uwes, wo die Jugend mir dort gesagt hat, und der Jugendleiter, dann dachte ich, wird jetzt nie on. Ich habe da Thys meine Eltern verteilt und sage, dort ist passiert, die Jugend sagt, ich wollte vernuscht, aber die Jugend sagt, das ist passiert. Und dann wollte ich das glauben. Und dann sind, wenn ich auch Montag futz zum Doktor gefahren, habe dem Doktor alles beschrieben, was passiert ist. Und weißt du, was der Doktor damals gesagt hat? Ach, Benni, das ist nicht schlimm. Ich wollte die Propellen geben und dann war das alles. Das sitzt so üt, dass dort epileptische Unfälle sind. Scheine diese Krankheit, dass das ansteuert. Wo man sich verkrampfen tät, wo man bewusstlos wird und wo man verschiedene Dinge tät, die man eigentlich nicht tät. Mir hielt sich danach, dass du diese Krankheit hast. Sag ich, okay. Aber du sagst, da mach dir keine Gedanken, Herr Reber. Ich wollte die Pellen geben und dann wird das alles wieder gut sein. Okay. Wäre ich dann einfach stunden. Aber der sagt, wolltest du denn zur Sicherheit, bloß zur Sicherheit, ich wollte ihn noch zum nächsten Doktor schicken. Mag wie dort? Wenn du sagst, echt zu Wuhan, so schickt er mir zum nächsten Doktor. Und dieser Doktor hat mir dann untersucht. Und dann sagt er, wolltest du Wort, Benni? Und das sind nicht nur bloß epileptische Unfälle, da ist doch ein bisschen Meuer. Aber das ist nicht schlimm. Das wollen wir noch irgendwie fixen. Und dieser Doktor schickt mir zum nächsten Doktor. Und wollte, wie mein Leben ütgesäun hat, von Doktor zu Doktor ist mein Leben ins Angeleck runtergegangen. Ich war mit 23 Jahren gesund, stark. Ich hatte einen starken Körper, der sehr wenig schlug. Ich habe vor den Feuerstunden geschlupen am Dach. Und ich habe geschauft. Und auf einmal diese Diagnose. Der nächste Doktor sagt, wolltest du da in dem Kopf, die haben Bilder gemerkt, der S-Wort, aber wir wollten nicht Wort. Aber der S-Wort wird da nicht angehört. Und was wir auch sollen denn, ist, dass du Gehirnblutungen hast. Wer dort wollt, wo dort ist, wo dort bedienen wird, das ist sehr gefährlich. Das ist, wenn ich eine falsche, was falsche tue, wenn da die Uder ganz plotzen tue, dann kann ich futzdeut sein. Das hielt sich vielleicht ein bisschen komisch, aber ich will da doch sein, da verstehe ich, wo ich bin, wo gewahrst war. Sagt der Doktor, Benni, weißt du was? Wenn du auf Wanyu gehst, dann musst du abpausen, dass du nicht zu so drecken lässt. Weil das kann dir bedienen. Mit Freund finde ich, ja. So eine Diagnose. Ich glaube, ihr könnt ihn feststellen, dass das nicht einfach für mich gewahrst war. Und dann sagt der Doktor, aber das ist nicht schlimm, wir wollen die hier unten in der Leiste nennen, gehen mit dem Schlauch, was an den Kopf. Und dann wollen wir da Tee bräusen und dann ist alles okay. Und dann, ich sollte in ein Hospital, ein Uni-Hospital, da wo die besten Doktors ausgebildet wurden, an diese Klinik sollte ich fahren, mit Fährstahlen. Und ich sehe auch da Hanje vorne und ich sehe da Rütje gehen und ich sage, das ist mir nicht möglich hier. Ich wollte nicht, warum, mein Gefäul war gegen on. Weil ich dort denkst du nicht. Das war nicht schlimm, hier einen Schlauch hier unten in der Ader nennen und dann bat den Kopf gehen. Da denken sie Forken. Aber ich sage, nee, dort ist nicht für mich. Dann habe ich meinen Doktor gefunden und sage, kann ich nicht noch irgendwo einen anderen Doktor sehen? Hier will ich nicht. Mir ist das nicht möglich hier. Dann hat er mir einen anderen Doktor gegeben, ein anderes Hospital. Und sehe ich zu dem gefahren mit meinen Bildern, die ich hier haut habe. Mit meinen Gehirn, wo die Gehirnblutungen zu sein sind und wo die noch was anderes zu sein ist. Büter besiegt den Gehirnblutungen. Und dieses Hospital sagt, wie würden die Fährstuhlen eine Operation? Eine Gehirnoperation, eine Kopfoperation. Und dann stand ich vor dieser Entscheidung, was soll ich denn? Soll ich die Operation annehmen
diese Operation, ist gefährlich. Nach so einer Operation kommen Menschen rüter, die querschnittsgelähmt sind, die sich nicht mehr dauerhaft moven können. Oder soll ich diesen Schlauch mir einsaten looten und dass sie das einfach dünn und vor dich? Ich habe mir dafür euch wert, Titinum, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe das unsere Jugend, unsere Gemeinde mitgedeutet und sage, könnt ihr für mich beten? Ich stehe vor dieser Entscheidung. Ich habe der Gemeinde mitgedeutet, dass ich eine Krankheit habe und ich muss Entscheidungen treffen mit meiner Familie. Und dann haben wir gebetet und ich habe mich dann für diese Operation entschieden, die gefährliche Möglichkeit. Und wo ich dann in Hospital gekommen bin, ich sollte Montag mir verstellen. Das war Mitte November. Ich sollte mir Montag verstellen, dort ich sollte Dienstag meine Operation bekommen. Da sehe ich dann am Montag in das Hospital und dann kommt der Doktor, der mir operieren soll und chit mir an und chit die Bilder sich an und sagt, wir können die nicht operieren am Dienstag. Das ist zu gefährlich in den Tischstand. Ich wollte die können verstellen. Ich habe die Diagnose, ich habe was im Kopf, ich habe Gehirnblutungen, ich habe die Krankheit Epilepsie und dann sagt der Doktor, das ist zu gefährlich. Die Operation. Sagt er, warum der das gesagt hat, mein Ding, was ich da im Kopf habe, mein Tumor, der war ungefähr ganz in der Mat vom Kopf. Nicht im Bütterkopf, sondern ganz in der Mat im Verstand bin. Das war der nächste Schock, den ich bekommen habe. Wort geht nie und noch eine Trab Deuper. Wenn der Doktor, der eigentlich bläst, dieser Doktor, der hat nichts anderes operiert, bläst Kopf. Der hat nicht die Hand operiert, nicht die Feld. Der hat immer nur den Kopf operiert. Und der Doktor sage ich das jetzt nicht. So musste die Operation für 2 Tage verschoben worden. Und er hat mir dann besondere Pillen gegeben, die diese Operation sollen leichter merken. Und so bin ich dann, also war ich dann im Hospital gewesen. Dieses Anliegen war auf einmal nicht mehr ein Anliegen bloß von mir und meiner Familie. Wie in Erlangen, glaube ich, ging es in dieser Zeit Säuerschlacht. Und gerade der Operation-Dach, das war der Geburtstag von meiner Mama. Dann kann ich feststellen, dass meine Mama sich nicht so auf ihren Geburtstag gefreut hat. Aber dieses Anliegen wurde ein Anliegen der Gemeinde und es war gerade ein Anliegen unserer Jugendgruppe. Wir hatten eine Jugendgruppe von, glaube ich, ungefähr 40 Jugendlichen damals. Ich war nicht Jugendleiter, aber doch, wenn der Jugendleiter nicht durch war, habe ich die Jugend geleitet. Und dadurch hatte ich eine sehr deupe Beziehung zu unserer Jugend, als Jugendlicher. Und die Jugend hat dann, wo sie das mitbekommen haben, dann haben die sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. An dem Tag, als meine Operation gewesen war, da haben sie angefangen, ungefähr Clock 9 zu morgens, sich in Detroit zu treffen, weil die wussten, gegen Clock 9, Clock 10 soll die Operation stattfinden. Und die haben angefangen, sich von Zemois Clock 9 in Detroit zu treffen. Mindestens 2 Jugendliche. Mindestens. Und die haben gefaustet für mich und haben Dech gebeten. Und die Jugend hatte sich das Ziel genommen, so lang zu beten und nicht zu eten, was sie die erste Nurrecht von mir bekommen haben, wie es mit mir ist. Ich wurde dann auch Zemois operiert. War auch sehr interessant, wo ich dann in die Operationsstufe aufgeholt worden sehe, etwa ganz geloten. Ich hatte dort hier voll die Haut von dem, dort ich bloß vor mir noch schnien. So geloten war ich hier was. Am Medved, das war ein Donnerstag, am Medved zu Uwe, es kam meine Familie und ich habe mich von meiner ganzen Familie verabschiedet. Ich habe gesagt, es kann sein, dass wir werden uns morgen nicht mehr sein. Es kann sein, wenn die wollen mich sein, dass ich wollen nicht mal klar bei Verstand sein. Ich habe mich wirklich von der Welt und von meiner Familie 100% verabschiedet. Ich habe gesagt, es kann mein Tod sein für mich. An diesem Moment habe ich mich verabschiedet und ich bin ruhig in die Operation Nenner gegangen. Ich habe gesagt, Gott, was du willst, das Day einfach mit meinem Leben. Als sie die ganz geliefert und ich habe keine Macht in meiner Hand. Du hast mein Leben ganz. Ich wurde am Donnerstag operiert und gegen Abend irgendwann sich mal zum ersten Mal Clean Bed klar geworden, also dass ich meine Eltern konnte sein. Dann haben meine Eltern mir Fuß gefragt, Benny, kannst du den Hängen bewegen? Da habe ich so gemerkt, jo.
Da habe ich zu denen gesagt, jo, kannst du die eine Feucht bewegen? Sag ich, jo. Und dann bin ich mal eingeschlupen, das war alles. Wo ich dann ganz klar geworden sehe, das war ich nächsten Tag am Freitag, wo ich mal ganz abgeweicht sehe. Und dann hat meine Jugendgruppe auch ich abgehört zu fasten und zu beten. Das war gegen Glock 9 zu Uwe. 12 Stunden hat damals die Jugend für mich gebetet. Und mir ging das so deutlich, wo ich das mitbekomme. Ich habe das eigentlich so ganz klar erst nach der Operation gewusst, dass die Jugend so was für diese Sache getan hat. Eine Jugend, die diesen Farsch einfach wahrgenommen hat und sagt, wir wollen beten, ohne Abhirn. Wir wollen 12 Stunden beten für unseren Jugendlichen, der jetzt am Leiden ist. Ich wusste, dass unsere Gemeinde, die ganze Gemeinde dafür gebetet hat, und das war eine gräute Gemeinde, das waren über 600 Mitglieder, dieser Nurecht ist bald nach Kanada gegangen, die Nurecht ist nach Russland gegangen, die Nurecht ist in Deutschland verbreitet worden. Es haben sehr viele Christen für mich gebetet, wusste ich, an diesem Tag. Die Operation war dann am Donnerstag gewesen. Am Dienstag kommt der Doktor zu mir und sagt, Benni, wenn das so wieder geht mit dir, dann gehst du Donnerstag nicht hüs. Ich wollte das meist nicht glauben. Das war ein Feuertag nach der Operation, sagt er, wenn das so wieder geht mit dir, dann gehst du bald nicht hüs. Und dann kam der Donnerstag und ich bin wirklich nicht hüs gefahren. Der Doktor hat mich aus dem Hospital entluten und ich konnte nach so einer schweren Operation eine Hüß von. Man konnte denken, naja, vielleicht ist das ja normal. Aber ich musste am Montag, das war Donnerstag, bin ich eine Hüß, am Montag musste ich noch zu einem Check-up kommen und dann sehe ich in meine Stufen in der Jugend, wo ich gelegen habe, und da war einer von meinen Campagnero, der auch operiert wurde. Und der hat eine Operation, der Tumor, der saß hier ganz buberkant vom Kopf. Nicht wie dort Ben. Die ganz Buberfläche, die mussten meistens die Hüte abschneiden und den Rüt nehmen. Und wollte dieser Mann, der war jetzt im Montag, war eine Wert von seiner Operation, sein Gesicht hing nach unten, weil das gelähmt durch was war. Der Doktor hatte nach einer Wert noch nicht geredet von den Hüßgun. Ich habe gesagt, wann kannst du nicht Hüß? Die Operation ist doch schon eine Wert dreht. Sag ich dann, der Doktor hat noch nicht gesagt von den Hüßgun. Ich muss sehr wahrscheinlich noch länger hier bleiben. Dann wurde mir bewusst, was passiert gerade hier in meinem Leben? Was wirkt, was denkt Gott hier auf einmal? Der hat sich so klar bezeugt, das war ein ungläubiger Mann. Hinter mir stand eine Jugend und hinter mir stand eine Gemeinde. Hinter mir standen Kinder Gottes, die gefleht haben, die gebetet haben. Und ich durfte so busig eine Hüß. Mir ging es dementsprechend so busig Geld. Der andere, der keine Gemeinde hat, der da vielleicht nur auf sich gestaltet ist, der musste einfach im Hospital sein, obwohl die Operation lang nicht so kompliziert und so schwer gewesen war. Mir hat das wirklich zum Nulldenken gebracht. Und so wurde ich auch relativ, würde ich sagen, busig, gesund. Ich konnte nach 10 Monaten Krankheit, war da ganz normal, also war da schaufen gehen. Und dann wieder mein Leben leben. Das Lutere kommt dann nur mehr von meinem Leben. Ich möchte uns einfach diesen Farsch von dir wichtig merken. Betet ohne Unterlass. Uns wird abgefordert, als Kinder Gottes, als Gemeinde zu beten. Uns wird abgefordert, das Gebet ernst zu nehmen. Weil dann wirkt Gott. Weil dann wird Gott Wunder tun. Weil dann bezeugt Gott sich zu seinen Kindern. Dieses Zeugnis habe ich wirklich, ich hoffe, ihr könnt es auch nehmen, es soll Gott verherrlicht worden, seine Macht soll durchgestaltet worden. Ich habe das einfach mitgedeutet, dass wir nicht nur in Apostelgeschichte oder irgendwo im Alten Testament die starke Hand Gottes können sollen. Die starke Hand Gottes durch das Gebet gibt es von dir noch. Die starke Hand Gottes ist von dir gerade dieselbe Hand wie damals, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen.
wenn wir das Wort Gottes wirklich in Anspruch nehmen und sagen, Gott, du hast gesagt, wenn wir wollen beten, dann wascht uns das jedem. Gott, wir kommen nie zu dir. Nicht Gott verschmieden, aber Gott sein. Auf dein Wort büwi, auf dein Wort vertrüwi, auf dein Wort gläubi. Und deswegen kommen wir jetzt und beten die, schenk uns dort und dort und dort. Aber wir motten, wir sollen zu Gott kommen. Gott will gebeten werden. Gott hat die Macht, auch ohne unser Gebet aber zu dönen. Aber Gott will gebetet werden. Gott war gepracht worden von uns. Wir haben denselben Gott wie damals, der lebt von Dörnach. Wir haben so einen greuten Gott, den wir bloß uns im Gebet brocken nun unter unser Anliegen arm sein. Betet ohne Unterlass. Ich hoffe, dass dieser Vers von dir vielleicht auch noch wichtiger geworden ist. Dass wir einfach darüber nur denken, was bedeutet beten ohne Unterlass, was das bedeutet, dass Gott in unser Leben will wirken. Möchte Gott uns einfach Gnut geben, Freudigkeit geben, dieses Gebetsleben in unserem Leben persönlich als Gemeinde zu flehen. Gebet ist Knirkenarbeit. Kennt ihr dieses Wort, Knirkenarbeit? Arbeit, die nicht es im Traktor setzen oder im Office. Knirkenarbeit ist die Arbeit, wo unser Körper enorm in Leidenschaft mitgeräten wurde. Und ich schon sage ich noch in hieser Bühnen, wir bühnen hieser anders wie hier, mit schweren Steinen. Dort ist Knirkenarbeit oder zum Beispiel im Wald Holt merken mit der Hand, nicht mit dem Traktor, alles mit der Hand. Das ist Knirkenarbeit. Und heute Gebetsleben, Gebetsarbeit ist Knirkenarbeit. Und ich glaube, deswegen wird das in der heutigen Zeit manchmal vernachlässigt, weil das so was hordet ist. Aber Gott sagt, wir sollen diese Arbeit tun für Arm, für sie, Rick, für sie nun. Dass sie nun verherrlicht wird. Möchte Gott uns einfach darin segnen. Wem es möglich ist, stimmen wir vielleicht noch ab zum Schlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du der greute, allmächtige Gott bist. Wir danken dir dafür, dass du uns so greute Verheutungen gegeben hast, wo wir über das Gebet nur denken durften und welche greute Verheutungen du auf das Gebet gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du derselbe Gott bist von dir, so wie damals im Alten Testament, so wie in der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte. Du bist von dir derselbe Gott. Du hast dieselbe Macht. Du hast alles in deiner Hand. Du kannst alles bewirken, Herr. Ich möchte bloß beten, dass wir als Kinder Gottes von dir im Jahr 2020, dass wir dein Wort wirklich ernst nehmen, die Verheutung, die du uns geben lässt, in dein Wort annehmen und die auch leben. Und dass wir wirklich das Gebet nicht vernachlässigen, sondern dass wir könnten beten ohne Unterlass. Wenn es auch manche vielleicht nötig ist, dass wir 25 Stunden oder 12 Stunden beten, dass wir diese Macht, die du uns in die Hände der Menschen geben lässt, dass wir diese Macht können gebrocken, Herr. Schenke uns Gebetserhörungen als Gemeinde, schenke uns Gebetserhörungen als Kinder Gottes, wodurch wir ermutigt worden, für die zu leben, wieder zu schaufen, auch diese Horde Knirkenarbeit des Gebets zu dönen. Segne du uns in der Nu-Folge und wir möchten dir Luven preisen und danken für all das Göde, was du uns geben lässt. Amen. Ja, dann können wir Platz nehmen.